Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das schaut. Ich bin Mike von Kanal Gaming, der immer noch nicht ganz genau weiß, wie er genau seine Zuschauer begrüßen soll. Gibt ja für mittlerweile alles hier. Und das ist eine neue Folge, die dritte Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam, Rettungsteam DX. Titel, Mann. Jo, im letzten Part haben wir unseren ersten richtigen Rettungsauftrag gemacht, indem wir zwei Meditino gerettet haben aus der Donnerhallhöhle. Und jetzt haben wir unsere ersten Aufträge mal direkt von der Paperpost geholt. Und wollen jetzt nicht mehr erfüllen gehen. Wir haben jetzt zwei Dungeons, die geben können. Wir haben hier drei Aufträge und da einen. Und hier ist auch der Dungeon quasi auf Bonus ausgelegt. Also da gibt es auch extra Sachen, wie schon am Ende vom letzten Part gesagt. Vor euch gehen wir mal in die Donnerhallhöhle. Donnerhallhöhle U1. Auftraggeber beim. Okay, wir müssen ihn also protecten, den Jungen. Dass der uns jetzt nicht wegkratzt. Oh, der greift sogar mit an, nice. Moment, ist ja teils auch Missionen bei PMD, wo man. Wenn man die Pokémon eskortieren muss, wo die dann einfach nichts machen. Und teils Level 1 oder sowas sind. Dass sie halt einmal getroffen werden und die sind down. Oh, Double Hit, nice. Dann nehmen wir Wampe mal mit, wir haben jetzt hier drei Quests zu erledigen und wie gesagt, hier gibt es extra Loot. Und wir wissen, Loot ist immer gut. Deswegen reimt es auch. Ups, bin ich etwas zu weit gelaufen? Schlampart, go. Da ist Money. So, und da unten liegt mal Geld rum. Nehmen wir mal. 46 pro... Okay, aber da rechts ist vielleicht noch irgendwas. Okay, nö. Aber oben ist ja noch ein Gegner gespawnt. Vielleicht hat er noch was. Sandbomben, go. Ja, genau diese Chests hier. Schatzboxen. Hübsche Box. Ich weiß nicht, ob es die Pokémon Rot und Blau jetzt auch schon so in der Verfassung gab, wie sie hier sind. Oder ob es sie überhaupt gab. Ich kenne die eigentlich hauptsächlich aus... PMD 2, also Zeit, Dunkelheit und Himmel. Oh ja. Möchtest du weitergehen? Ja. Kleine Höhle U2. So. Was ihm erreicht, auf er sich plus Lauf hält. Das ist dann dieser helle Punkt da links auf der Karte, falls man ihn auf dem Bildschirm sieht, bei euch. Da müssen wir jetzt hin. So. Rühren wir uns hier ein bisschen durch mit Samenbomben. Schön in Dungeons zerlegen, ein bisschen. Wieder Samen der Organisationssprengmeister. Okay, die ist, bevor wir mit denen jetzt im Kreis laufen, dass wir die Gegner hier bekommen können. Machen wir das so. Okay, Ladevorgang. Folge, mach mal links fertig. Ich gehe auf rechts. Das war ein Crit. Aber es war ja nicht arg viel. Schönerweise. So. Zusammenbomben. So, hier liegen nochmal Items in dem Raum hier mit Puzzle. Was hast du gefunden? Auftrag abgeschlossen. So muss das. Danke, komm bitte später zu Pilipper passt. Bei den Retterorden hoch. Wie auch wahrscheinlich mit den Ranken, wie gesagt, will ich einmal drauf tippen bei dieser Samen. Diese Samen gibt es noch mindestens einen im unterliegenden Auftrag. Wir haben ja drei Aufträge, folglich machen wir jetzt noch weiter. Gehen deswegen auf Nein. Und schauen, was uns hier im Dungeon noch so erwarten wird. Weißt du wen? Ja. Neue Höhle U3. So, hier haben wir Minon. Die sollen wir ja beide finden. Aber erstmal haben wir hier in dem Raum noch was. Wie einfach über Baum rüberspuckt, der Junge. Sandbomben. Aber der Go-To-Move des. Keine Ahnung. Warum bist du hier mit Attacken hier? So, Hanghieb, go. Hanghieb wurde aufgestuft. Nice. So. Hier ist ein Geodog-Brocken. Boah, das war eine recht langer Weg gerade.
Sollen wir mal einen Apfel reinhauen? Ja, machen wir mal. Wir haben ja, sonst haben wir ja auch mit umsonst dabei. Theoretisch könnte ich auch wechseln zwischen den beiden, aber irgendwie, ich mag das nicht. Mit dem, dass man das irgendwie dann wieder nicht PMB-mäßig genug ist. Ja, und wie es euch da geht. Okay, nice, wir sind Level 11. Obwohl vorhin noch nicht mehr Level 9 auf Level 10 gegangen ist. Auch gut. Angriffs. Sind wir um 2 hoch? Nee, sollte ich sie nicht. Aber immerhin. Ich finde trotzdem irgendwie. Ich weiß, haben doch Pokémon Level 11 keine 49 HP, oder? Oder ich bin einfach gerade dumm. Kann auch sein. Aber ich würde es auch mal sagen, weil haben sie das nicht. Ich bin mal weg, so. Schön, wenn man die komplette Ebene erforscht, dass man ja nichts übersieht. Ich bin eins ja noch nicht auf so einem Feld drauf, da gehen wir auch noch rauf. So, Plusse. Das Mini. Ja, wow, Plusse, ja. Genau den. Auftrag abgeschlossen, hey. Kein komplettes Spiel, das zu Billy verpasst. Bitte den auch noch hoch und so weiter. Diesen gibt es noch mindestens einen unerledigten Auftrag. Möchtest du ihn dann trotzdem verlassen? Nein. Ja, also haben wir nämlich noch eine Sinebeere hier. Aber gehen wir mal den Weg rüber, weil der Gegner, den sieht man da gerade links oben, der kommt da schon rüber. So. Dieses Minon hier. Das Plus. Ich verwechsel gerade jetzt den Plus und Minon. Was ist da los? So. Schlammbad, go. Das war ein Crit. Ich hab's doch schon vorhin schon gesagt, aber können wir mal drüber reden, wie unfassbar gut dieses Spiel aussieht. Holy fucking shit, sieht das gut aus. Warum haben wir eigentlich drei Aufträge, die einfach mit Plus oder Minus zu tun haben? Lange verfehlt, geil. Oh, Gluter ist aufgestuft, nice. Upsa, ja, ich habe irgendwie übersehen, dass er schon weg war. Auch gut. Und über die Musik muss man bei PMD ja eh nicht reden. Die ist ja eigentlich so ziemlich immer gut. Orangenhieb-Crit, auch gut. Ich habe mich ja wieder dabei erwischt, wie ich eigentlich auf A drücken wollte, um einen neutralen Angriff zu machen, damit er rankommen kann. Aber ja, gibt's ja, wie schon gesagt, nicht mehr. Leider. Aber wurde irgendwie die Reihenfolge abgeändert. Man weiß, was immer so, man selbst greift an, Partner-Pokémon greift an, zweites Partner-Pokémon greift an, drittes Partner-Pokémon greift an, Gegner greift an. Jetzt irgendwie so, man selbst greift an und dann greift erstmal der Gegner an, bevor dann der Mate angreift. Interesting. Jetzt müssen wir mal Wumpel irgendwie daneben. So. Hurra, Plus ist überglücklich, dass du Wumpel mitgebracht hast. Da ist ja wirklich, dass wir ihn mitgebracht haben. Das sind ja richtige Mates hier, Alter. Vielen Dank. Weil ich hätte den Retter auch noch hoch. Mir ist die Lösekraft durch den Plus und Co. Aber ich will jetzt noch ein bisschen weiter in den Dungeon laufen. Weil wir eben hier noch ein paar Gegner haben, die vielleicht noch was droppen können. Samba und Go. Und wie gesagt, die zusätzliche EP kann man eh mitnehmen. Nein, das ist mir zu erledigen. Möchtest du überlassen? Nein, will ich nicht. Ja, ich will weitergehen. U5. Das ist eine Folge, ein bisschen rumschubsen muss, ja. Und Folgelevel auf. Nice. Geht im Dev, im Spezialangriff und in der Spätze von 2 hoch. Ganz stark. Ja, aufgestiegen. So. Schlammbad, go. Folge ist back. Und wir aber kommen ja ein bisschen vor. Es wäre ein bisschen arg, was hier von den Gegnern droppt. Hatte da von meinem anderen Playthrough, mit dem ich ja nicht im ersten Part schon erwähnt habe. Hatte ich irgendwie andere Drops im Kopf. War es deutlich mehr. Rangheap, go. Glut, fertig. So. Ups. Da oben kommt einer ran. Nee, kommt er nicht. Ah, da kommen jetzt zwei durch den Gang.
Insofern ist es eigentlich schon praktisch, dass man eben diese Übersicht hat, aber ich bräuchte es eigentlich nicht. Sonnenbomben. Blut. Fertig. Okay, für ihn droppt irgendwas. Was ist denn da los? Oh, yo. Noch 20 Hunger. Noch 20 Mal im Magen. Boah. Alter, verbrauchen wir gerade. Alter, Dieselmotor hier. Ach, einen Apfel haben wir. Upsa. Und jetzt einfach so. Es gibt theoretisch noch, solche Beeren für den Magen ja auch ein bisschen. Zwar nur marginal, aber... Ja. Müssen weitergehen, ja. Wenn ich ja eh durch mit dem Dungeon... Hey, auf dem Dungeon Donnerhöhle erfolgreich abgeschlossen. Und sie sich noch ein Intensivticket aus der Chest bekommen und ein Regenbogengummi. Und ein, noch ein Intensivticket. Heißt, Training kann man sich schon mal gönnen, wenn man es mal braucht. Das ein, der ist ans Kangama-Lager geschickt. Warum bin ich eigentlich immer so komplett redeunfähig? Wenn du mich so plötzlich geführt hast, hier bitte deine Belohnung. 40 Beere und 100 Poke. Du hast die Ames ans Kangama-Lager geschickt. Ich bin unendlich dankbar, dass du mich nun gerettet hast. Hier bitte deine Belohnung. Schwerstürmer und ein Top-Elixier. Nice. Deins an Kangama-Lager geschickt. Ich bin unendlich dankbar, dass du plötzlich gerettet hast. Hey. Sparbandana und 100 Poke. Eins an Kangama geschickt und wir können jetzt mal schauen, wie es da jetzt so aussieht von wegen, was sie so machen, die Items. Aber erstmal pennen wir eine Runde. Am nächsten Morgen. Ba ba da 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 la da. Und dann kommen wir schon angesprintet hier. Gut, mach mal, lass uns doch unser Bestes geben, ey. Erdbeben. Ein noch hier, ein noch da. Und noch eins hier, alle guten Dinge sind drei. Ach, gibt es was Schöneres als Tunnel zu traben? Traben. Nicht graben, traben, Leute. Nanu, wo bin ich denn hier? Was geht hier vor sich? Oh, das tut mir echt leid, ich bin dick da. Dick hier, dick da, Leute. Ich habe vor der Paperpost in meine Tunnel gegraben. Und ehe ich mich versah, bin ich hier bei euch gelandet. Entschuldigung, dass ich bei euch den Garten so verwüstet habe, das wollte ich nicht. Ah, also wait, verwüsten würde ich hier noch nicht sprechen. Hey, ihr seid mir deswegen nicht böse? Ihr betreibt es ja nicht mit der Buddelei, also nicht hier, das so locker wie wir. Klar, das sehe ich ein, vielen Dank. Aber der Tunnel schon mal nicht da ist, könnt ihr ihn gerne benutzen. So meine ich mich dann direkt auf den Weg. Ich werde meinen Tunnel auch wieder zuschütten, wenn ich daran denke. Also man sieht sich. Billy Bear, der kommt angeflogen. Klonk. So, ist da was drin? Mal gucken. Na, Post sehen. Ah, ja, okay, Retter. So, die ganzen Sachen hier. Was ist mal wieder, Jojo? Da waren wir jetzt ja schon. Ach, lässt auch die Attacken schon ansteigen. Das ist interesting. Und zwei Intensivtäger jetzt mal bekommen. Jetzt haben wir mittlerweile einfach fünf. Wir müssen übrigens, wenn keine neuen Zeilen oder Rettungsverträge aufgestellt. Ja. Mach ich jedes Mal. Also, Briefkasten leeren ist halt schon so. Muss. Ich habe noch einen Auftrag mit einem Kleinhain. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auf den Marktplatz. Vielleicht geht hier wieder was. Nehmen wir ein bisschen Cash. Jetzt zur Mini-Belebersamen. Rücksetzt auch eine Erkenntnis auf, okay. Ja, so, wenn es schon Belebersamen gibt, nimmt man die auch mit, ne? Vielen Dank. Willst du sonst noch was kaufen? Wenn uns doch irgendwie behilflich sein? Nö. Dann beehre mich bei Bida. Hä, Junge. So. So, den will ich ansprechen. Wir haben mein Kitchen waren. Ich verkaufe TMs. Schau den anderen meine tollen Items an. Solarstrahl, Feuersturm und Hitzekoller. Ja, ne? Ganz stark. Geh nicht so auf Range-Donnerblitz? Ah, nee, das war das, wo jemand quasi auf allen Pferden um sich herum wehen. Das ist zwischen den Monsterräumen ganz praktisch. Kangama-Lager, können wir mal schauen, was die Items so bringen, die wir bekommen haben. Da haben wir einmal das Spiralstürmband. Ja, die beiden können wir mal angucken, was sie so machen.
besser. Die werden jetzt sogar gestackt, aber im Beutel nicht. Das verstehe ich irgendwie nicht. Wenn ich mir gerne mal wüsste, wie groß Stacks dann werden können. Das wäre seines Triggers, wie zum Beispiel Angriff oder Verteidigung, können nicht gesenkt werden. Okay, und jetzt ein Trainer-Attacker braucht aber manchmal keine AP. Das ist echt ganz cool. Aber wir können die Items nur in Dungeons verteilen. Lagern. Die Brocken benutze ich eh fast nie. Top E, da kann man auch mal ablegen. Dann tun wir das Ganze erstmal. So. Upsa. Ja, okay, passt. Ja, nochmal lagern. Dann bin ich einfach so schnell. So. Ach, lagern wir bei den Sochtern erstmal wieder Top Adder. Obwohl, den kann man wieder lagern. Habe ich ja eben erst gekauft. Siefticket, Siefticket. Sinnebären habe ich viele. Wollen wir auch nochmal zwei weghauen. Und einen Top Adder auch noch weghauen. Aber dafür würde ich ja vielleicht noch einen Apfel mehr mitnehmen. Damit wir wieder so zwei Äpfel haben, falls mir der Magen zuläuft. So. Haben wir noch was bei der Bank liegen? Willkommen in der Stabilität-Bank. Wie kann ich dir helfen? Aber wir haben noch nichts bei der Bank angezeigt. Hat eigentlich sind wir schon gemacht. Ich darf aufpassen. Das ist mein heutiges Treuegeschenk für meine. Ein Apfel erhalten. Oh, gut. Gute alte Treuegeschenke. Ich bin ein treues Wiedersehen. Wait, schon lange was auf dem Schild? Warum hat es jetzt aufgeblinkt? Überpost, okay. Ja, ich dachte, vielleicht steht da jetzt noch irgendwas Wichtiges oder so. Ja, mal rennen, würde ich sagen. Mal schauen, was da sonst abgeht. Komm mit, bitte, Überpost, du bist mir erstmal hier, oder? Sonst können sich Freunde mit Hilfe des Internets oder des Passwortes gegenseitig helfen. Wenn ein Team in einem Dungeon-Kampf unfähig wird, kann sie einen Freund zur Hilfe kommen. Natürlich kann ein Team auch einem anderen Retterteam zur Hilfe eilen. Außerdem können deine Teammitglieder einem eigenen Team helfen. Wenn du gerettet wirst, verlierst du nichts. Wenn du selbst jemanden rettest, bekommst du eine Belohnung. Hurra! Es ist sehr wichtig, einer zu helfen. Mach es dir am besten zur Gewohnheit. Um die Spielfunktion irgendwie mal nutzen zu können, muss die Uhrzeit auf deinem Nintendo Switch Controller eingestellt sein. Also wahrscheinlich noch vom ganzen, Dinger resetten, wir jetzt, vom Rate resetten aus Pokémon Schwert noch ein bisschen verschoben. Ja, okay, aber ich glaube, das brauchen wir fast gar nicht. Wieder raus. Schauen, ob es hier was Neues gibt, wo es vielleicht auch mal eine geile Belohnung oder so gibt. Infoblatt. Dreihöhle. Ah, viel schwerer gibt es aber aktuell noch nicht, oder? Also, wir nehmen jetzt mal alle drei mit. Können wir mal schauen. Wie es dann so mit den Aufträgen da aussieht und so. So. Na, Höhle ist immer noch geskillt hier. So, gehen wir in Donnerhöhle oder gehen wir in Kleinhain? Wir waren jetzt heute schon in der Folge im Kleinhain, in der Donnerhöhle. Wir noch in Kleinhain, machen wir einen Auftrag. Haben wir das auch. Sonst lassen wir das Pokémon da ewig warten. Nein, U1. Und Glut, nice. Hier sind die Pokémon noch ein bisschen schwächer, aber einfach nur, damit man nicht zweimal in der gleichen Folge den gleichen Dungeon hat. Ist ja, dann wird es vielleicht irgendwie langweilig oder so. Und wie ja nicht, dass es langweilig wird, ne? So, dann haben wir schon mal die Treppe. Da ist ein Sinnebeere. Wenn wir noch die Gegner. Obwohl, mir mit dem lohnt es jetzt nicht mehr groß, weil die alle noch recht weak sind. Wir eh schon overlevelt sind wie sonst was. Wir sind Intensivtraining da. Kein U2. Anstatt Samen vertopst du mich auf dieser Ebene. Ich nehme das Eindruck ab, um es zu untersuchen, okay? 29 P, okay. Ja, das ist ja durch den Stern auch markiert. Falls einer weiß, wie ich das ausstellen kann mit dem, mit, dass die Items immer angezeigt werden, weil ich das irgendwie blöd finde. Weil eben, man soll ja eigentlich erkunden und so. Sagen wir das mal bitte, weil ich habe eigentlich schon gesucht, aber ich finde es nicht. Der Auftraggeber Taubsi wird auch begeistert sein. Willst du den Dungeon jetzt verlassen? Doch, wollte ich eigentlich, fuck. Okay. Wenn wir den Dungeon noch fällt, wenn wir kurz die Ebene hier fällt, dann können wir an der Treppe einfach raus. Auch. So, hier haben wir einen Room.
ZL, Rankenhieb, go. Ich glaube, Ova ist das einzige Pokémon, was wir bisher ja noch nicht gesehen haben im Dungeon, oder? Weil wurden ja noch ein paar Pokémon wurden ja quasi noch verhüllt da, von wegen, dass wir die noch nicht gesehen haben. Dann sollen wir jetzt eigentlich alle gesehen haben. Jetzt einmal tippen. So, Taubes wird gegrillt, Taubes wird nochmal gegrillt. Fertig. Nehmen wir zur Treppe und verlassen den Dungeon. Möchtest du ihn verlassen? Jo. Möchtest du den Dungeon wirklich verlassen? Ja. Hat halt alle Aufträge im Dungeon Kleinhain erfolgreich abgeschlossen. Vielen Dank, dass du mir das Item toller Samt gebracht hast. Bitte deine Belohnung. Ein Bankop und ein Top-Elixier. Das hast du ja eines ans Kangama-Lager geschickt. Warum bin ich immer so unfassbar redeunfähig? Holy shit. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns Feierabend machen. Also bis morgen dann. I have a dream. A song to sing. To help me through reality. Komm hier, was schon wieder? Was für dieses Pokémon? Nanu? Versucht er ja, mit mir zu sprechen? Ich kann ihn nicht verstehen. Wer bist du? Was willst du mir sagen? Oh, alles wackelt auf einmal. Ist das etwa ein Erdbeben? Oh nein, es wird schlimmer. Weil, ja, darum fühle ich das aber echt ziemlich echt an. Am nächsten Morgen. Hallo, kannst du mich hören? Wer bist du? Du... Du bist Patrick, oder? Nicht wahr? Und wer bist du? Von wo bist du? Kannst mich ja gar nicht sehen. Wie unverwirrt von mir. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Detri. Wer von den drei Köpfen redet jetzt eigentlich? Um die Frage einmal gestellt zu haben. Vor allem, ich habe letztens irgendwann, ich weiß nicht, wo das war, ich da auf Twitter habe ich das mal gesehen. Irgendwer meinte von wegen, jo, schau dir mal Dick da an und stell dir mal vor, dass, das auf der Nase, also das ist keine Nase, sondern ein Mund mit Zahn auf normalen Sprite. Deshalb muss ich mir jetzt bei Dietri vorstellen, dass es eigentlich ein Mund ist und keine Nase und dadurch sieht das Ding gerade noch lustiger aus, als es eigentlich ist. Finde ich ja sehr gut. Mein Sohn Dick da wurde angegriffen. Was, Dick da? Wurde auf die Spitze eines großen Berges entführt. Da komme ich da nicht hin. Es ist einfach zu hoch für mich. Du kommst doch nicht aus dem Boden raus, Junge. Deswegen bitte ich dich um Hilfe, Patrick. Dick da wurde von einem Pokémon namens Panzeon entführt. Einem üblen und durchtriebenen Schuft. Du musst vorsichtig sein. Ich zähle auf dich. Jetzt bin ich aber los. Well. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da und wir sehen uns dann. Ciao.